So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle verschiedene Waffentypen auf. Was ist damit gemeint? Ihr seht, ich habe die Aufgabe gerade abgeschlossen. Damit ist ganz simpel gemeint, nicht wie sonst immer, dass wir quasi eine graue Waffe, eine grüne Waffe und eine blaue Waffe aufheben sollen, sondern hier geht es diesmal um was anderes, nämlich hebe einen Sniper auf, hebe ein Sturmgewehr auf. Hebe eine Pistole, Maschinenpistole, das ist diesmal damit gemeint. Also wenn ihr hier mein Inventar gerade so anguckt, jetzt hätte ich drei Sachen schon mal erfüllt. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch eine Pump finden. Da haben wir auch noch eine Pump. Da, 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 da. Zack, damit hätten wir dann schon vier Waffen jetzt im Inventar. Und wenn ich jetzt noch eine Pistole finden würde, hätte ich quasi alle in dieser Runde schon zusammen. Ja, ich dachte, ich könnte einen No-Scope machen. Kapat. Aber so funktioniert das halt. Ihr dürft nicht wie früher nach Farben gehen, sondern halt wirklich entweder Pistole, Maschinenpistole, Pump. So in dem Fall sogar Sniper. Auch der Rocket Launcher zählt, glaube ich, zu einer extra Kategorie oder zählt sogar zur Sniper-Variante. Ja, da hinten ist ein Raumschiff, das erste Raumschiff, was ich sehe in dieser Season. Also so funktioniert die Aufgabe, nämlich sammle verschiedene Waffentypen. Das ist damit halt einfach gemeint. Es ist eine Waffe, ist ein Typ Pistole, Typ Maschinenpistole, Typ Pumpgun. Das sind halt mit Typen gemeint. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, weil ich denke mal, der ein oder andere hat damit vielleicht leichte Probleme. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Aufgabe. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.